Leute und herzlich willkommen. Ich glaube, jetzt funktioniert es doch so, wie es soll. Holz anfassen. Ich alter Holzkopf. Ich habe jetzt eigentlich nichts verändert, aber es sollte so jetzt eigentlich hinhauen. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Ich hoffe, das Spiel ist nicht zu leise. Wenn ja, wenn irgendjemand zuschaut, schreibt es mir. Wenn es auf YouTube dann erst zählt, tut mir leid. Ihr könnt es mir natürlich auch schreiben, dann weiß ich es fürs nächste Mal. So, das Spiel, den netten Herrn da im Hintergrund, das ist Visitors. Wie ihr hier im Fenster im Hintergrund schon seht, ist da ein Scheinwerfer, ein blaues Licht, ein schönes blaues Licht, ja. Wie der Name schon sagt, es wird sich um Außerirdische handeln. Nice, der Scheiß. Ich bin mal kurz reingegangen, um zu gucken, ob irgendwas hier nicht läuft oder so, aber es scheint jetzt alles zu funktionieren. Ich hoffe es doch. Ich hoffe es doch. Wenn nicht, wie gesagt, wenn jemand beim Stream zuschaut, schreibt es mir unbedingt. Unbedingt, ich muss das wissen, ja? Also, wir machen hier ein neues Spiel. Es geht jetzt auch direkt los. Es geht los. Loading. Was hat denn der? Oh, dem fehlt ein Stück Arm. Ist der Arm dran oder Arm ab? So. Was steht hier? Oh. Left Mouse to interact. Shift. Left Shift to run. Escape to menu. Okay. Das scheint der Bauernhof zu sein. Sieht schon mal creepy aus. Monday. Komisch. Ich dachte, heute wäre Samstag. Darum. Herzlich willkommen beim Samstag-Stream. Oh oh. All das. Oh, 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 oh. Passiert da was? Ho! Ho, 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 ho! Die sind nicht nice. Die sind nicht nice, sag ich euch. Hier, was haben wir hier? Known, 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 known. Okay. Alles None. None. Was haben wir hier? Scheiße, was war das denn? Ich hoffe, ihr habt das gehört. Ich hoffe, ihr habt das gehört. Oh mein Gott, was war das denn für ein Scheiß? Ho! Die habe ich nicht gesehen, die habe ich nicht gesehen. Okay, also. Habe ich hier irgendeine Waffe? Nee, ich glaube nicht. Also, wie ihr seht, hier ganz viele Dinger. Was auch immer das ist. Unten rechts seht ihr das Dynamit, wo ich momentan noch null habe. Oh, verdammt. Da war ein Außerirdischer. Also, die Außerirdischen, die fliegen hier nicht nur rum, sondern die scheinen ja auch rumzurennen. Okay, wir gehen mal raus, links. Wir werden jetzt mal nicht ins Licht gehen. Ho! Sagte er und stolperte ins Licht. Da habe ich nochmal Schwein gehabt. Hier, wir gehen erstmal hier hin. Wir gehen erstmal hier rein. In die gute Stube. Begassing. Fumigation. Giftig Gas. Lebensgefahr. Verboten Durchgang. Okay. Da ist der Außerirdische. Man sieht ihn, man sah ihn. Da kommt noch einer. Also, wie ihr seht, das scheinen hier mehrere zu sein. Kann ich hier... Doll, eine leere Kiste. Na, ist ja nice. Hier, eine Atombombe. Auf die Schulter packen und direkt rausschleudern das Teil. Aber Vorsicht, Schleudergefahr. Okay, also hier war nichts. Huch. Okay, raus und links. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich gehe einfach mal. Oh. Hier scheint ein Container zu sein. Der ist sogar offen.
Ist aber auch nichts drin. Da hinten scheint wieder was zu sein. Ein Haus. Okay. Komm schon. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und wer wagt, der meistens verliert. Vor allem, wenn er mich ist. Also ich ist. Die kommen. Kann ich hier irgendwo... Hallo? Hat das Haus vielleicht auch eine Tür? Hier komme ich nicht rein. Wah! Scheiße. Wah, ich bin safe. Bin ich safe? Ich bin safe. Da bleibt mir die Spucke weg. Hier eine Pfanne. Nimm die Pfanne und verklopp die Aliens. Aber nein, natürlich nicht. Okay. Hier haben wir eine Videokassette. Cool. So, hier komme ich nicht rein. Das ist ein Betonlaken. Ich weiß nicht, kennt ihr Laken? Das ist aus Beton. So. Also, hier haben wir auch nichts. Also, so viel ich vom Spiel schon verstanden habe, allein vom... Oh. Trophy found. Geil. Ich bin der Duke. Ich habe Eier aus Stahl. I got balls of steel, baby. Ja, ich werde jetzt ein bisschen übermütig. Aber ihr wollt ja schließlich auch was sehen. Du sollst mich nicht sehen, du Penner. Okay. Es kommt gut bisher, glaube ich, hoffe ich, so denke ich doch. Also, so viel ich vom Spiel gesehen habe, in der Beschreibung und so, geht es jetzt darum, die Eier, die hier rumstehen, auf dem Mais, in dem Maisfeld, zu zerstören. Dafür brauchen wir dieses hier. Ein bisschen die TNT. Alles nix. Hier und da. Und was haben wir hier? Ei, also auch noch ein bisschen TNT. So. Moment, das ist aber nur ein kleiner Raum. Kann ich hier? Nein, kann ich nicht. Oh, Kacke. Also, wir gehen da nochmal schnell rein. Ich will ja nicht jetzt schon drauf gehen, das wäre peinlich. Ich muss auch noch schnell... Oh, hoffentlich stürzt jetzt nicht alles ab. So, Sassale. Ja, es scheint noch zu funktionieren. Dann hört ihr vielleicht auch ein bisschen mehr vom Spiel. Ich will ja schließlich nicht, dass ihr nur mein Gebrabbel hört. Okay, wir laufen jetzt direkt in die Richtung, weil da habe ich ein Ei gesehen vorhin. Das Schiff ist da. Gut. Ich habe keine Ahnung, ob man sich irgendwie verteidigen kann. Da ist das erste Ei. So. Das sprengen wir direkt. Ha, wie das klingelt. Huh. Ei Nummer 1 ist weg. So. Wo ist bitte schon das nächste Ei? Ein belegtes Brot mit Alien-Ei. Oh Gott, war das peinlich. Aber egal, ich glaube... Diese Speer überall. Das finde ich nicht nice. Oh. Und wie das außerirdische Schiff klingt, das ist ja der Wahnsinn. Ich sollte eigentlich auf die Karte gucken gehen, wahrscheinlich. Oh nein, du kommst nicht zu mir. Schwer ab. Aber ich dachte, irgendwo beim Gleise... Oh. Aua. Nein. Kacke. Was mache ich jetzt? Verfolgt mich das Ding? Nein. Er schlägt mich nur einmal, aber lässt mich in Ruhe. Das ist sehr freundlich, würde ich mal sagen. Sehr freundlich.
Also, hier waren wir schon. Das heißt, da vorne wäre das Haus. Da könnte ich gucken, wo das nächste Ei ist. Da vorne ist schon wieder ein Alien. Die gehen wir aber auf den Sack. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, lass mich, oh nein, lass mich. Ich bin unterm Baum. Nein, nein, die haben mich. Nein, warum? Kidnapped. Ja, so schnell kann es vorbei sein. Restart. Machen wir nochmal. Mach schnell was trinken. Also. Also. Das Gleis ist links von uns. Das heißt, hier sollte eigentlich ein Ei sein. Hier sollte ein Ei sein. Da, da, hier und da, da. Moment, das sind aber 7 Eier. Und ich hatte vorhin, wie viel? 5 Dynamitstangen? Das reicht ja niemals, aber niemals reicht das. Okay, was tun, was tun? Ich nehme hier den Rollstuhl und brette einfach davon. I want to believe. Alter, echt jetzt? I want to believe? Dann gucken wir mal raus. Ich believe. Okay, der wird mich ja jetzt wahrscheinlich in Ruhe lassen. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir nicht gleich einem Alien in die Arme laufen. Das wäre nämlich nicht so nett. So, Dynamit. Hier, Dynamit. Ist auch nett, dass das Dynamit immer gleich... Moment, hier 2. Hier noch 1. Und eine Videokassette. Okay. Okay, und jetzt kursiert das liebe Ding auch hier rum. Oh, die habe ich vorhin auch nicht gesehen. Okay. Okay. Hals! Nein, nein, geh weg, geh weg. Aua. Du bist ein A-Loch, weißt du das? Also ein richtiges Grande. Ist hier. Ja, ich glaube, hier ist ein Ei. Aua. Haha. Boom. Oh, 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 das Ding verfolgt mich. Aua. Mein Leben ist gleich hinüber. Ich verziehe mich hier ins Haus. Puh, ihr könnt mich alle mal lieb haben. Ich meine lieb haben, ja. So, hier aber nichts, außer das Betonlakin. Naja, verzieh dich. Von hinten siehst du aus wie ein Mädchen. Ja, Zitat eines sehr schönen Filmes. Der leider nur den falschen Namen trägt. Ansonsten wäre gar nicht so übel. Boah, wie siehst du denn aus? Wieder rein, das UFO kommt und dreht seine Runden. Also ich würde sagen, wir rennen jetzt auch mal in diese Richtung. Hier ist noch ein Ei. Das sprengen wir jetzt auch. Weil es Spaß macht. Klirr. Boom. Also, der Container ist zwar leer, aber ich glaube, wir können uns hier drin verstecken. Ich weiß ja nicht, ob hier die Außerirdischen, die jetzt hier patrouillieren, drin waren. Von denen ich jetzt gerade keines höre. Gott sei Dank. Aber wo sind die restlichen Eier? Wir gehen mal schnell hier rein. Hier Rinder. Was haben wir hier? Oh. Oh, jetzt.
Jetzt sollte es eigentlich reichen. Ja, ich habe zwei Eier schon zerstört. Also jetzt heißt es einfach... Okay. Überleben, Mr. Nemesis. Überleben. Ich habe jetzt vorhin eins gesehen. Ah, da. Klick und... Boom. Oh, was denn jetzt? Ha, verzieh dich. Ich habe gewonnen. Was passiert jetzt, wenn ich Continue drücke? Aha. Cool. Top Secret. Gucken wir uns mal an. Oh nein. Das ist ein Pferdchen. Oh nein, das arme Pferdchen. Lass das Pferdchen in Ruhe. Danger Class High. Detention, General, was auch immer. Test 7.2.1.a. Okay. Das haben wir geguckt. Was ist hier? Oh, okay. Au. Muss ich jetzt nochmal angucken? Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Also, das sind jetzt noch so kleine grüne Kleber-Aliens. Also Kleber. Oh, die sind aber schnell. Oh, und die müssen dich nicht sehen. Die fühlen dich. Was haben wir hier? Oh, ach du meine Güte. Okay. Oh, das ist mies. Oh, das ist aber richtig mies. Hier, das Pferd haben wir noch nicht gefunden. Ich glaube, wir machen uns mal auf die Suche. Tuesday. Also, zweiter Tag. Also, wie war das? Raus und dann rechts. Nein. Schlecht. Zack. Hahaha, versuch mich hier mal zu kriegen, du Penner. So, und ich laufe. Ich düse. Ich eile. Es kommt schon wieder. Jetzt wird's aber aufdringlich. So, hier drin. Einmal. Zweimal. Ah, jetzt verstehe ich auch die Karte ein bisschen. Die Eier sind nicht da, wo sie eingezeichnet sind, sondern sie könnten da sein. Trip, trap. Oh, Penner, geh weg. Ed verfolgt mich. Da hinten ist... Oh nein, au. Was bist du denn für ein... Oh. Scheiße. Und ja, da sind jetzt die kleinen grauen Aliens auch. Boah, die gehen mir auf den Sack. So. Ich habe jetzt da... Da hinten wäre ein Ei. Nein, nicht schon wieder. Aber ich schaff's. Puh. Da wäre auch ein Ei, aber da ist ein Alien versteckt. Da rennt immer wieder ein Alien vorbei. Oh. Nein! Oh. Aua! Fliege in die Luft, du Penner! Boom! Oh. Au! Oh, Kacke! Oh, der verfolgt mich. Scheint aber nicht hier reinzukommen. Jetzt habe ich da vorne noch ein Ei gesehen. Wo war das? Pfeffer hier irgendwo. Ich glaube, da gehen wir. Nicht, geh weg. Nein, nicht schon wieder. Hier, wir machen einfach einen Bogen. Einen weiten Bogen. Gehen zum Ei, klick und weg.
Okay, ich glaube, hier hinten sollte ich eigentlich sicher sein. Da sind wir wieder im Haus. Im Häusele. So. Wir sind ja hier auf einer Farm. Und ich sage jetzt mal, es sieht für mich aus nach einer amerikanischen Farm. Wo zum Teufel ist die Schrotflinte? Na, hier. Sollte jetzt nicht als Klischee wirken, aber man sieht doch heutzutage da. Heutzutage in jedem Film klischeehaft ein Bauer hat eine Schrotflinte. Ah! Au! Oh. Boom. Verfolgt er mich immer noch? Ich will dich gucken. Nein, 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 nein! Oh nein! Verloren. Verloren. So, kidnapped. Es tut mir leid, Leute, aber ich muss hier nochmal schnell gucken, ob das hier auch wirklich läuft. Wie ihr seht, ich traue dem Ganzen nicht, aber es steht auf jeden Fall live, also scheint es zu funktionieren. Das ist sehr schön. Also. Ja. Erstmal einen Schluck trinken. Die Tasse ist ganz cool. Hier. Na, wer kennt ihn? Wer kennt den da? Da-da-da-da. Oh, so. Resident Evil. Auf die Tasse bin ich irre stolz. Irre stolz. Ah, lecker. Ja. Oh, der Typ tut mir so leid. Der sieht so mitgenommen aus. Trophies. Gucken wir mal schnell in die Trophies. Wir haben hier eine Zigarre und einen Hut. Seinen Arm haben wir leider noch nicht gefunden. Ja, ich würde mal sagen, das war's von Visitors. Ein kleines, geiles Spiel. Macht Spaß, so laute. So für zwischendurch mal. Wenn man mal hier einen harten Arbeitstag hatte und sich sagte, ich will mal den Außerirdischen die Suppe versalzen. Ladet euch Visitors herunter. Es gibt's bei Steam. Ist, glaube ich, auch gar nicht so teuer, sogar kostenlos. Auf jeden Fall sehr günstig. So. Visitors, du hast Sendepause. Jetzt kommen wir zum zweiten Spiel. Das habe ich gestern schon, wie gesagt, schon ein bisschen gespielt. Boah, es war einfach nur, es war Horror, echt. Ich habe es zuerst alleine ein bisschen gespielt. Ja, das lief nicht so grandios. Also für alleine, ich werde euch das gleich sowieso zeigen. Also für alleine ist es nix. Ist wirklich nix. Wenn wir hier Ton wieder ein bisschen runter. Boah, ist das laut. Ah, okay. Da wären wir. Spiel Nummer 2. White Noise 2. Ja. Wie ihr seht, Level 2, ich habe es nicht lange gespielt. Wirklich nicht lange gespielt. Ich muss hier mal schnell Einstellungen, Audio, Effekte ein bisschen runter, Musik ein bisschen runter. So. Ja, ich glaube, so können wir es lassen. So, zurück. So, ich würde sagen, wir spielen erstmal eine Runde alleine. Nur um euch zu zeigen, wie kacke es ist, alleine zu spielen. Habe hier unsere Charaktere, die alle so geil aussehen. Die sehen wirklich einfach geil aus. Da hätten wir zum einen Iker. Seine Geschwindigkeit ist Standard, seine Ausdauer ist Standard, sein Mut ist niedrig, das sieht man ihm auch an. Ist ein kleiner Angsthase. Dafür Batterieumgang sehr hoch. Batterie für Taschenlampe, ihr werdet es gleich verstehen.
List niedrig, heißt es nicht der intelligenteste unter all den Mitstreitern. Erkundung hoch, Vitalität Standard. Optimist. Dein Verstand erholt sich 50% schneller, wenn du ein Tonband aufsammelst. Ungeschickt, du brauchst 33% länger, um Batterien aufzuheben, Idole zu verbannen. Erkläre ich euch dann gleich. Eikel ist ein bekannter Reporter von paranormalen Aktivitäten. Jetzt ist er auf den Spuren von etwas, was Pulitzer würdig sein kann. Pulitzer, was ein Pulitzer? Dann haben wir hier Anna. Die sieht auch so geil aus. Also mit dem Gesicht mal hier gegen die Wand geklatscht. Spaß muss sein. Geschwindigkeit. Alter. Geschwindigkeit Standard. Ausdauer niedrig. Mut Standard. Batterieumgang Standard. List hoch. Also bei der muss man schon eher aufpassen. Erkundung hoch. Vitalität Standard. Du verlierst nicht den Verstand beim Sprinten. Naja, ich meistens schon. Liegt aber daran, dass ich pummelig bin. Misstrauisch. Du bewegst dich 50% langsamer, wenn du dich näher als 8 Meter zu anderen noch lebenden Ermittlern befindest. Statistisch, ich habe einmal gespielt, gewonnen, nie Tonbänder gefunden, keine. Ich habe es halt nur mal angespielt. Am Tag Bürodame, bei Nacht gewagte Ermittlerin. Anna ist sich im Klaren über die Tatsache, dass man nur einmal lebt und sie möchte ihres bis zum Ganzen ausleben. Was uns zu Rinko bringt. Geschwindigkeit hoch, Ausdauer Standard, Mut sehr hoch, Batterieumgang Standard, List niedrig, Erkundung niedrig, Vitalität Standard. Vorahnung, der Kompass ist genauer. Wie gesagt, da werdet ihr gleich mehr zu erfahren. Hinreißend. Echt jetzt? Wenn sie verschlungen sind, andere Ermittler verlieren ihren Verstand und der Mut wird um 20% verringert. Krasser Deutschmann. Also, mit dir habe ich 4-mal gespielt, 2-mal gewonnen, 2 Tonbänder gefunden. Ich bin ein harter Kerl. Rinkos Mumm und Offenheit haben sie schon immer zum falschen Weg geführt. Ja, so kann man es auch nennen. Ich muss hier mal eben, Verzeihung, mit dem Stuhl. Bisschen hoch. Besser. Gut. Nein, hier. Rinko. Falschen Weg geführt. Blabla. Haben wir schon. Ihre letzte Akt des Wahnsinns. Eine Wette, die Nacht an einem mysteriösen Ort zu verbringen, annehmen. Okay. Phileas. Hallo, Phileas. Alles klar? Geschwindigkeit Standard, Ausdauer sehr hoch, Mut Standard, Batterieumgang niedrig, was sehr, sehr schnell sehr, sehr schlecht sein kann. List Standard, Erkundung niedrig, Vitalität hoch. Großer Junge. Ja, der geht beinahe aus dem Bild raus. Du kannst einen weiteren Angriff der Kreatur standhalten. Aha, immer schön deinen Spinat aufgegessen, ha? Einschüchternd. Die Geschwindigkeit anderer Mittler wird verringert um 6%, wenn sie näher als 10 Meter bei dir sind. Darum. Achso. Phileas ist ein in diesem Land sehr respektierter Antiquitätenhändler mit einem breiten Angebot von überraschenden Gegenständen zum Verkauf. Niemand wagt es zu fragen, woher er diese Sachen herbekommt. Okay, ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber die Satzstellung in diesem Spiel finde ich nicht so optimal. Eher ein bisschen suboptimal. Aber egal. So, ich würde sagen, wir nehmen mal die geklatschte Anna. Hier. Oh, modische Bürodame. Sportjacke. So sieht sie immer aus. Na, ich glaube, so ist besser. So, wir haben hier einfache Taschenlampe. Also die professionelle Taschenlampe oder das Periskop-Taschenlampe gibt es auch noch. Rostige Taschenlampe, Scheinwerfer, Leuchtstab und Zeltlaterne. Können wir alles noch nicht nehmen, ist levelgebunden. Darum nehmen wir die einfache Taschenlampe. So.
Abtei des Reiters. So, wie ihr hört, es regnet und wir legen los. Also, bei F ist die Taschenlampe. Ach du meine Güte. Und die entleert sich jetzt natürlich. Unser Ziel ist es, Tonbänder zu finden. Das hört ihr so einem Rauschen. Jetzt müssen wir hier nur irgendwo einen Eingang finden und hoffen, dass die Kreatur uns nicht direkt findet. Oh, 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 oh. Nein! Ach, du Scheißvieh. Okay, wie ihr seht, alleine bringt nicht viel. Da läufst du ein bisschen umher und zack, bist du weg. Weil das Monster hat natürlich nur einen Ermittler, den es jagen muss. Ja, darum lassen wir das und spielen ein öffentliches Spiel. Es sind momentan ein paar Spiele da, die wir anklicken können. Ja. Ich freue mich. Kann jetzt einen Moment dauern. Bei mir hat es das letzte Mal ziemlich lange gedauert, bis ich einem Spiel beitreten konnte. Aber, es ist immer noch schneller als Dead by Daylight. Wenn man es nicht auf Russisch eingestellt hat. Ach, da sind wir schon. Also, Anna. Warum ist Anna durchgestrichen? Ich will die Anna. Figur nicht verfügbar. Anders Spiel hat bereits die gleiche Figur gewählt. Oh, was für ein Penner. Ja, dann nehmen wir Renko. Tägliche Kleidung. Einfache Taschenlampe. So, da sind wir auch schon und es geht los. Hoffentlich bald mal. Okay, da ist wieder einer raus. Ja, hier unten rechts seht ihr die Karte. St. John Krankenhaus. Warte auf Host. Host Mama hinne. Wir sind alle bereit. Leg los. Ja, wahrscheinlich wird es jetzt nicht loslegen, nur weil ich das sag. Aber versuchen kann man es ja. Hier haben wir noch eine Chat-Funktion. Me too. Thanks. Friend is coming. Cool. Wie ihr seht, da kann man auch ein bisschen reintexten. Was hat denn der für einen Charakter? Der sieht ja auch geil aus. Also auch das Spiel, das war günstig zu erwerben. Glaube ich, hoffe ich, denke ich. Denke es jetzt mal, also es wird hier nicht so um die 50 Franken bei uns oder Euros bei euch gekostet haben. Also von dem her. Not nice. Wurde jetzt gerade geschrieben, dass dem anderen, der eigentlich noch beitreten soll, das Spiel abgeschmiert ist. Darauf schreibt man natürlich als Spieler, als Mensch, dass das nicht nett ist. Ich glaube, ich will mich direkt rauswerfen. kalter Kaffee. Sehr lecker. Da ist auch schon. Eight oder wait? So, ich glaube, wir sind jetzt alle da. Oh, es geht los. Bitte, bitte, lass mich nicht am Anfang draufgehen. Lass die anderen zuerst draufgehen. Ja, nee, das ist auch schlecht. Bitte, bitte, nimm mich zu... Ach, egal. Warte auf Spieler. So, das Spiel geht los.
Und ich habe keinen Plan. Also Ziel ist es, ein bisschen zusammen zu bleiben. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob wir in die richtige Richtung gehen, aber wir gehen jetzt einfach mal los. Das Monster wird bestimmt nicht mich gleich krabbeln. Bestimmt wird es mich gleich krabbeln. Ich habe mir jetzt gar nicht überlegt, oben links ist ja immer so ein Zeichen, dass der eine etwas sagt. Ich weiß gar nicht, ob der mich jetzt hört. Also für den Fall, dass er mich hört. Kollege, tut mir leid, aber ich bin da gerade in einem Livestream. Oh, Monster, Monster, schnappt es euch. Man darf es nicht zu lange angucken, sonst wird man wahnsinnig. Und das wollen wir ja nicht werden. So, haben wir hier irgendwo eine Batterie? Ja, was ist denn? Boah, das sah jetzt auch creepy aus. Also einen Leuchtstab wollen wir nicht werfen. Da vorne ist einer unserer Mitstreiter. Der ist sehr mutig. Der haut einfach ab. Hat bei mir nie funktioniert. Das war bei mir immer sehr unklug. Komm nicht her, komm nicht her, komm nicht her, komm nicht her. Ich werde wahnsinnig. Nein! Warum schnappt sich das Mistvieh immer mich als erstes? Das gibt's doch nicht. So, wir machen jetzt mal hier R für Radar. Wir gehen in die richtige Richtung und es ist, glaube ich, auch nicht mehr so weit. Wir können nur eine begrenzte Anzahl gepackt werden. Also ich jetzt. Ich glaube, ich kann jetzt noch zweimal gepackt werden, dann ist Ende im Gelände für mich. Sehr gut, er hat wieder einen Turmbank gefunden. Ich bräuchte aber mal eine Batterie. Weil beim Antesten, ich hab eine Runde durchgespielt, beim Antesten hat sich dann rausgestellt, dass ich... Nein, nicht schon wieder. Schwer ab. Wo seid denn die alle? Ah, da. Okay, danke. Also, mit Q können wir einen Leuchtstab werfen. Oh. So, ich schalte jetzt die Taschenlampe mal ein bisschen aus. Dann sehe ich nämlich gar nichts mehr. So. Wohin jetzt, liebe Leute? Hier in die Richtung. Da ist eine Wand. Also weiter in die Richtung. Das Problem daran ist... Nein! Nein! Oh, tut mir leid, ich bin wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig bei dir. Ah, doch. Habe ich die Taschenlampe an? Ja, die ist an. Da sehen wir einfach nichts. Das Spiel ist so kackendunkel. Oh mein Gott, es ist schon wieder in der Nähe. Und ich weiß, ich sehe nichts mehr. Ich muss mal hier... Oh. Ich glaube, das Monster ist in meiner Nähe. Das ist nicht nice. Ja, ich bin da.
Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Darf ich das Tonband nehmen, bitte? Oh, oh. Wo ist es? Wo ist es? Etwa da. Etwa da. Ich muss meine Batterie ein bisschen schonen. Ich muss wirklich, ich finde keine Batterie. Boah. Nicht auf mich, nicht auf mich, nicht auf mich. Jetzt bin ich wahnsinnig. Ich finde es aber wirklich cool, dass wenn man wahnsinnig ist, sich, wie soll ich sagen, das ganze Umfeld erhält. Finde ich cool, da mal für einen kurzen Moment die Möglichkeit, um sich herum zu gucken. Hätte man. Was haben wir hier? Oh, bitte, kann es denn so schwer sein, irgendwo eine Batterie zu finden? Kann es denn die Möglichkeit sein? Radar hier in diese Richtung. Okay, warum geht er in die Richtung? Oh! Ich bräuchte hier eine Batterie. Nicht hingucken, nicht wahnsinnig werden. So, gut. Okay. Verzeihung. Spoiler-Alarm, ich muss niesen. Ich muss gleich voll Liam niesen. Gesundheit. Dankeschön. Wohin seid ihr? Oh, die Batterie hat mir die Taschenlampe gar nicht ganz gefüllt. Das ist schlecht. Nein. Cool. Oh, ich bin wahnsinnig. Oh. Nicht hingucken. Ganz ruhig. Ah, der, genau. Das ist jetzt so ein Ableger. Sobald man den zu lange anguckt, seht ihr, es kommt gleich wieder. Oh. Hier, so. So, kommt mir nach. Dieser Richtung müsste doch ein Ei sein. Ich bin schon wieder bei Visitors. In dieser Richtung müsste doch eigentlich ein Tonband sein. Oh nein. So, ich habe ein Tonband, ich brauche eine Batterie. Oh, verflucht. Okay, der hat auch ein Tonband gefunden, aber wo zum Teufel sind die? Ich wette, das Monster sucht sich wieder mich aus. Ah, Baum! Hilfe! Das war so klar. Au. Ich wurde auch verschlungen. Na toll. So, aber jetzt bin ich ein Geist.
Und jetzt kann ich meinen Mitstreitern helfen. Ich sehe zwar das Monster nicht, aber ich kann jetzt gucken. Seht ihr? Das Monster sieht man nicht. Er wurde auch verschlungen. Ich kann jetzt hier mit dem Radar kann ich gucken. Kann ich Ihnen auch sagen, wo das nächste Tape ist. Und umso näher ich bei den anderen bin, also bei den Überlebenden bin, umso schneller füllt sich mein Radar hier auf. Also da, hier vorne. Hier wäre ein Tape. Hier ist ein Tape. Hier ist ein Tape. Hier, das sind die Tapes. Das ist ein Traumfänger und das Spiel ist vorbei. Hier sieht man jetzt, wo wir überall durchgegangen sind. Das sieht so cool aus. Das Monster ist rot und wir sind alle grün. Und jetzt hat es uns erschreckt. Es ist so geil, es ist zu geil. Und irgendwann sieht man dann auch, wann ich gestorben bin. Also wann ich verschlungen wurde. Aber ich habe es ziemlich lange gemacht heute. Das. Da bin ich. Nein, da ist ein anderer von uns draufgegangen. Da bin ich jetzt draufgegangen, genau. Elf Minuten und fünf Sekunden haben wir es durchgestanden. Ich wäre für die nächste Runde. One more pull-out. So. Ja, und schon bald ist die Stunde auch wieder um. Kann ich dann gucken, wie es aussieht, ob der Stream auch so lief. Heute waren leider keine Leute im Livestream, aber ist ja nicht so wild. So. Ich weiß auch nicht, ob der Stream wirklich funktioniert hat. Es ist das erste Mal jetzt, dass ich auf OBS was streame. Hoppla, Bäuerchen. Normalerweise mache ich das ja mit Elgato. Ich bin auch am Überlegen, ob ich gleich noch eine Runde Gears of War Multiplayer hinten ran hänge. Also hinten anhänge. Aber, hoppla, musste schon wieder ein Bäuerchen. Da ist es, da ist es, da ist es, da ist es. So, ich hab dich, ich gucke weg. So umgeht man nämlich das Wahnsinnigwerden. Radar können wir auch noch nicht. Ich kann nur hier. Ich glaube, ich habe einen meiner Mitstreiter erschreckt. Oh, nein! Verrecken, Hölle! So, nicht mehr angucken. Das Monster ist weg. Was ist denn? Wow! Wow! Alter, mach das nicht! Wo willst du hin? Alleine. Einzelgänge sind nicht okay. Nicht okay. Aber gar nicht okay, Junge. Ja, und jetzt? Du führst uns genau zum Monster. Genau zum Monster führst du uns. So, muss ich weggucken? So, wo ist er hin? Na toll.
Hier. Hier, hier, hier. Oh, ich hab's Monster gesehen. Oh, ich hab's Monster gesehen. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Oh nein, nein. Bitte nicht. Da, 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 da. So. Kommt jetzt mal mit mir mit, bitte. Da ist eine Batterie. Die hole ich mir jetzt. Das ist meine Batterie. Danke. Als Geist kann man die Dinger hier, die man nicht angucken darf, nämlich... Was denn? Nein! Und jetzt wurde ich auch schon wieder gepackt. Na toll. Als Geist kann man nämlich diese Eier oder diese Dinger halt, diese grün leuchtenden, die man nicht gucken soll, kann man zerstören. Ja, bitte, was ist denn? Was willst du von mir? Was willst du von mir? Schnuggel. Du führst uns wieder direkt zum hier Dingens, ja? Ich hoffe nur der... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Danke fürs Helfen. Oh, jetzt ist alles nur noch schwarz-weiß. Oh, das ist nicht gut. Jetzt bin nur noch ich in Farbe. Ja, bitte. Wo führst du uns genau hin? Das Tonband ist noch meilenweit entfernt. Nicht persönlich nehmen, aber... Alter, echt jetzt? Das Monster darf ruhig mal dich packen. Und dann macht die einfach eine Kehrtwende. Ja, ich bin immer noch hinter dir. Ob du es glaubst oder nicht, ich bin hinter dir. Boah, mir geht gerade so die Pumpe. Ich bin nur noch ein Fang vom Ich bin weg entfernt. Aber na gut, als Geist könnten wir dann ein paar Dingens zerstören. Wo bitteschön führst du mich hin? Du führst mich bestimmt in den Tod. Das ist nicht nett, ja? Das ist nicht nett. Nein! Oh nein, er wurde verschlungen. Hier, hier, das kommt aus dieser Richtung. Der eine hat jetzt gerade geschrieben, no, not again. Ja, das ist das, was mir auch immer durch den Kopf geht. So, jetzt ist das aber in dieser Richtung. Oh, was zum Teufel bist du denn? Das war eine Täuschung. Wie gemein ist das denn? Oh nein, und das Monster. Hier, ich helfe dir. Apropos, ich brauche mal eine Batterie. Hat jemand eine Batterie zur Hand für mich, bitte? Das wäre nett. Es muss zwar nicht sein... Oh, da ist eine, da ist eine. Meine Batterie, meine Batterie. Nein! Oh, ich bin tot. Ich bin verschlungen. Ah, Mist. So. Jetzt hier eben. Jetzt können wir gucken. Ja, in dieser Richtung, das ist gut. Hier ist eine Batterie und ich glaube, ja, hier ist auch ein Tonband. Hier, hier.
Gut, das nächste ist wo? Ich glaube, sie ist weg. Nein, hatte noch mal Glück. Hatte noch mal Glück. So, hier hinten ist noch eine Batterie. Hier ist noch eine Dann rutscht mir doch den Buckel runter. Hier ist das nächste Tonband. Hier. Da. Und das Spiel ist vorbei. Also, ich ziehe meinen Hut vor dem Monster. Hast du gut gemacht. Ja, gucken wir uns noch an, wo wir überall durchgelatscht sind. Das Monster war uns immer tierisch auf den Fersen. Mein Fehler war es, mich von der Gruppe zu trennen. Da hatten wir Schwein, da hatten wir mal ein bisschen Ruhe. Das Monster war aber auch saustark heute. Das muss man ihm lassen. Und da bin dann ich gestorben. Da wurde ich verschlungen. Ja, so schnell kann's gehen. So schneller geht's meinem Essen auch immer, dass es verschlungen wird. Ja, ich schreibe hier noch schnell falsch. Ja, okay. Ich wurde sowieso rausgeworfen. Ja, so. Und ich bin mir sicher, dass ich damit aufhören will. Ja. Kann ich euch denn jetzt noch irgendwas... Hier, ich könnte euch noch mein zweites Ich zeigen. Ganz hier, unten. Ja, sonst habe ich, glaube ich, hier gar nichts, was ich euch jetzt noch so einblenden könnte. Das ist natürlich schade. Werde ich beim nächsten Mal berücksichtigen und ein bisschen besser eingerichtet sein, sage ich jetzt mal. Ja. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. All die Leute, die bei Twitch dabei waren, waren heute nicht viele. Aber ich muss da mal gucken, ob der Stream überhaupt so funktioniert hat, wie er sollte. Ich danke auch dir, wenn du mich gerade auf YouTube geguckt hast, hat mich auch irre gefreut. Ich danke euch nicht vergessen. Daumen freut mich immer sehr. Aber nur, wenn es gefällt. Ich will hier nicht heucheln oder... Bitte gib mir einen Daumen. Das will ich nicht. Aber wenn es euch gefällt... Ja. In dem Sinne, die Stunde ist gleich um. Ich wollte noch sagen, und zwar nicht lügen, dass ich versuchen werde, den Livestream jetzt einfach jeden Samstag zu machen. Heute war ein Arbeitstag, darum heute ein bisschen später als, ja nee, eigentlich nicht, bisher war es immer so spät. Ich will es aber eigentlich auch mal einrichten, dass ich hier Punkt 8 anfangen kann mit Livestream. Aber ja. Es kommt, wie es kommt. Kratziger Hals heute, wie gesagt. Arbeitstag, da ist man immer im Eimer. Ja, gut. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit. Ich hoffe, ich sehe euch das nächste Mal wieder. Bis denn.
Haut rein und ciao.